Die Leute gehen ins Kino, um was zu sehen und nicht um was nicht zu sehen. Kino ist groß, stark, lebendig. Und das beginnt schon bei einem Titel. Was? Du willst den Titel ändern? Meinen Titel? Wir brauchen was Fetziges, was richtig reinhaut. Ah ja, und das wäre? Das Superweib. Scheidung? Wie Scheidung? Scheidung. Wir haben eben ihre Scheidung eingeleitet. Meine Söhne, Willi und Fritz. Franz! Kinder, kommt in meine Arme. Ja, was ist denn? Kennt ihr mich nicht mehr? Ich bin's doch, euer Papi. Was war denn das für ein Arschloch? Das war mein Mann. Das Superweib. Das sind meine privaten Aufzeichnungen. Die habe ich dir als meinem Anwalt gegeben. Und du rennst damit rum und lässt Hinz und Kunz meine intimsten Gedanken lesen? Tja, und Alma hat es einer Freundin gegeben. Die fand es auch ganz prima. Und dann hat Alma sich gedacht, wenn das so gut ankommt, dann kann man es doch auch an einen Verlag schicken. Sie wollen es drucken? Schnellstmöglich. Sie wollen es drucken? Dann habe ich mir sofort die Filmrechte besorgt. Ha, das ist jetzt meins. Oh Gott, ich hätte dich nicht mitfliegen lassen dürfen. Tom, du bist so gut zu mir. Ich liebe dich. Ich dich auch, mein Schatz. Nicht wahr sein. Wir drehen ja schließlich keinen Dokumentarfilm. Das ist mein Leben und das habe ich aufgeschrieben. Da kannst du nicht einfach daherkommen, es kaufen und umschreiben, wie es dir in den Kram passt. Ich mache Kino und Kino ist nun mal groß. Wenn du was Großes machen willst, verfilm doch deine Komplexe. Thomas Heinze. Esther Schweins. Richie Müller. Lieselotte Prüfer. Armin Rode. Heiner Lauterbach. Joachim Kohl. Till Schweiger. Veronika Ferres als... Das Super-Vibe. Na großartig. Was Blöderes ist dir wohl nicht eingefallen. Warum nicht gleich das Mega-Titten-Vibe? Hera Linz, das Super-Vibe. Von Sönke Wirtmann. Produziert von Bernd Eichinger.